Wir versuchen auf den Reaktor zu kommen, eventuell. So, da schießen wir auf jeden Fall schon mal. Und rammeln direkt rein. Wir sind zu schwer und haben keine Bremstriebe. Alter, haben wir gerade gelitten. Uff. Au, 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 au. Boah, die Raketen machen eine übelst Bumbule. Oh, fuck. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Cosmoteers. Hier zurück in dem Universum, wo ich noch lerne, wie man so ein Schiff baut und festgestellt habe, dass es einen Blueprint-Modus gibt, mit dem ich im Blueprint-Design ein Schiff designen kann, womit ich dann entsprechend das Schiff bauen kann, ohne dass ich erstmal schon was riskieren muss. Was ziemlich nice ist. So, die sammelt gerade noch die ersten Ressourcen ein. Boah, Platz haben wir noch, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. V wäre das Lager. Ja, da war Luft ohne Ende. Sehr schön. Das sammeln wir die letzten Ressourcen ein. Und dann können wir schon mal da runter jetzt in diese Richtung. Zu dem Schiffchen. Go, 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 go. Die haben alle ein bisschen links. So, mein Schiff fliegen fortgeschritten. Genau, Ausrichtung halten, zielen. Wegpunkte mit Shift. Und um Wegpunkte zu verschieben, ebenfalls Shift. Okay. Kampftaktiken. Okay. Da kann ich die Ziele vorgeben. Irgendwas mit Umschalt beim Anvisieren. Schiffsteuerung, bewegen, angreifen, halt, drehen, schnell drehen, strafe. Oh, direkte Steuerung? Nee, komm, lass mal. Crewmitglieder und Rollen. Da könnte ich vermutlich jetzt festlegen, von wegen, ihr bleibt immer auf dem Schiff und versorgt immer das Schiff mit Zeug. Aber ganz ehrlich, passt schon so. Das heißt, alle gehen raus und sammeln Zeug, wenn es Zeug zu sammeln gibt. Und fertig. So, hops. Was haben wir noch? Genau, die Krummige und Rollen. Prioritäten. Fraktionsruf. Negativ. Okay. Ganz normaler Rufgeschöns. Ressourcenverwaltung. Werkzeug Ressourcen bewegen aus. Okay. Oh, man kann sogar festlegen, was er wo lagern soll. Und Versorgungsketten festlegen. Okay. Crewmitglieder und Rollen werden Gruppen eingeteilt. Schlafzimmer. Okay. Jesus, hoppala. Oh. Hier steht gleich einer, glaube ich. Oh, ich habe jetzt neue Buttons bekommen. Okay. Und alle meine Schäfchen sind wieder im Trockenen. Ja, nee, komm, passt schon. Passt schon, passt schon. Ja, 24 haben wir und das sieht alles gut aus. Jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen was bauen können. Und zwar, warte mal, wie macht man den Blueprint-Modus? Der ist hier. So, dann lass doch mal schauen. Ich würde bitte gerne ein weiteres Schild-Upgrade hier hinpacken. Und dorthin packen. Und dann packen wir hier vorne ein bisschen Panzerung davor, jeweils. Dann haben die Gewichte oder irgendwas als, genau, 6 Tonnen Gewicht. Wie viel Gesamtgewicht habe ich denn gerade? Was kostet das Schild an Gewicht? Auch 6 Tonnen, okay.
So, soll man eine komplette Front vorbereitet. Vielleicht nochmal ein paar extra Triebwerke hinten dran jetzt, ne? Drehen. Punkt und Komma. So. Nee, Strafe müssen, können wir eigentlich genug, das passt eigentlich. So, noch irgendwas? Vielleicht nochmal ein extra Laser ranballern oder so? Eine Munition haben wir, Strom haben wir. Nee, haben wir nicht. Empfohlen ist 3,5. Ich brauche wieder mehr. Ich brauche noch mehr Strom. Das gibt's doch gar nicht. Wir können jetzt einfach die Jungs. Wir könnten natürlich auch Folgendes tun. So. Und dann nochmal einen weiteren Reaktorraum hier hinbauen. So. Dann noch gerne mit Tür nochmal hier. Und vor allem auch der Durchgang hier möglich. Das sind komplette Durchgangsgebiete. Ich habe nicht genug Uran. Müsste ich also kaufen wahrscheinlich. Kann ich ihn speichern, den Bauplan? Für später? Ich würde ihn gerne speichern, den Bauplan, wenn es geht. Verdammt, das geht wohl nicht. Mist, verdammter. Okay, ich kann also gerade den Energiekern nicht bauen, den Reaktor. Da müssen wir noch warten, bis wir das angereicherte Uran bekommen. Wir machen trotzdem mal noch die Verteidigung drauf, würde ich sagen, oder? Oh. Da geht dann der Dings nicht, ne? Ist auch irgendwie kacke. Nee, passt schon so. Dann machen wir das jetzt so und dann haben wir jetzt zumindest dann entsprechend genug Energie und Antriebskraft für alles Mögliche. Wir könnten vielleicht noch das noch so anbringen. So, okay. Nochmal zwei Triebwerke? Nochmal zwei Triebwerke, komm, weil es geht. So. So. 3212 Platten und genau. Okay, wir haben genau. Ach nee. Käufe, fehlende Ressourcen. Ah ja, ich bin schon drüber. Okay, anyway. Fertig. Okay, Crew reicht gerade so. Strom nicht mehr ganz so sehr, aber ich habe halt eben kein angereichertes Uran mehr. Das müssten wir jetzt noch ein bisschen finden, farmen, kaufen oder ähnliches. Aber wir haben jetzt zumindest ein doch sehr
aktives Schiff. Und ein sehr gut geschütztes Schiff. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal Crewgruppenbefehle. Genau. Wie gesagt, man kann den Sachen zuweisen. Ist mir aber egal. Eliminiere den Fervents. Was haben wir hier? Da ist irgendwas. So, wie schnell sind wir jetzt? 70, 80 Meter pro Sekunde. Okay. 87,3 ist unsere Geschwindigkeit. Und jetzt mal schauen, wie gut der Kollege hier jetzt ist. So. Der hat einen Raketenwerfer, wie es aussieht. Da ist der Hyperantrieb, da ist der Reaktorkern. Okay, ja, ist nicht so geil. Raketen- und Minenwerfer. Hm. Ich versuche mal auf den Reaktor zu kommen, eventuell. So, da schießen wir auf jeden Fall schon mal. Und rammeln direkt rein. Wir sind zu schwer und haben keine Bremstriebe. Alter, haben wir gerade gelitten. Uff. Au, 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 au. Boah, die Raketen machen eine übelst Bumbule. Oh, fuck. Die Raketen vernichten mich gerade so ein kleines bisschen. Okay. Und Platten. Kostenpunkt. Ich habe nicht mehr genug Platten zum Reparieren. Das gibt's doch gar nicht. Also die Raketen haben gerade Aua gemacht. Ich sollte eventuell dann doch in diese Abwehrgeschütze investieren. Eventuell. Uff, uff, uff. Und Bremstriebwerke wären vielleicht nochmal eine coole Sache. Ich kann halt so gar nicht bremsen, ne? Uff. Okay. Man, wir können zurück zur Station fliegen und da einmal die Reparaturkosten mit übernehmen. Oh wei, oh wei, oh wei. Wir machen folgendes. Wir gehen jetzt gerade mal nochmal durch ein paar Asteroidenfelder und räumen da mal auf, oder? Und meinen einfach mal, was da eben so geht. Für ein bisschen Kleingeld. So, Status. Da kommt der letzte Kollege noch an Bord. Ja. Wir reparieren erstmal nur die Triebwerke alle. Dass wir zumindest wieder fliegen können vernünftig. Keine Spulen mehr. Okay, das war's. Okay. Einmal zurück zur Station humpeln. Mit, naja, doch 3 Meter pro Sekunde weniger, aber wir sind halt eben auch noch deutlich langsamer in der Beschleunigung jetzt. Die Raketen haben halt übelst reingezimmert. Verdammt. So, dann los. Bonk.
So. Wir brauchen jetzt also Abwehrgeschütze und Bremstriebwerke. Das heißt, sind wir im Blueprint-Modus wieder. Also, Standardschubdüse nach oben gedreht. Und dann als Waffensysteme die strategische Verteidigung. Nach vorne brauchen wir die, glaube ich, nicht. Aber nach hinten packen wir die auch mal. Ich brauche mehr Kommando. Oh, ich habe nicht genug Kommandoräume. Okay. Ich kann mir die gar nicht leisten, die Kollegen. Nicht genug Kommandoräume. Okay. Verdammt. Kann ich schon Kommandoräume bauen? Nee, kann ich nicht, ne? Kann ich gar nicht machen. Nüpp. Habe ich noch gar keine Rezepte für. Okay. Shit. Dann müssen wir hoffen, dass es keine weiteren Raketen gibt, sonst haben wir ein Problem. Raketen sind doof. Anyway, ich hätte bitte gerne die Bezahlung. Dankeschön. Für das Kopfgeld. Vielen Dank. Nächste Station sollen wir erreichen. Aber wir haben noch diverse Kopfgelder. Den Horsefly hätten wir. Fliegen wir erstmal dorthin. Und schauen uns da mal um, was da so rumkreucht. An der Stelle. Da ist er. So, was hast du denn für ein Collision am Start hier? Sag ich mal her. Noch sehe ich nichts. So, Bremse. Was haben wir da? Oh ja. Einfach direkt aus Kopf halten und fertig. Das war's. Okay. Und keine Reparatur notwendig. Sehr schön. Und wir bekommen jetzt dann doch ein bisschen was an Mats. Cool, 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 cool. Das Ding ist auch zerlegen, ne? Aber wir sind aber auf 24 Mann. Da passt schon, da geht schon ein bisschen was. Okay, alle wieder an Bord. Dann auf zum nächsten Kopfgeld. Das wäre hier drüben. Das. Ein unbekannter Piratenjäger. Der erste Piratenjäger.
Ah nee, das ist ein Film mit Quest Piratenjäger, genau. Ich bin der Piratenjäger. Wir sind zu langsam für den Kollegen. Oder? Ja, doch, könnte. Alter, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade. Ich denke nicht, dass wir den kriegen. So schnell jedenfalls nicht. Ich gehe hier gucken, was da los ist. Tschüss, haust du rein. Früher oder später kriegen wir ihn eh noch. Dann haben wir wahrscheinlich vermutlich eine Kiste. Ah, nee, eine Hypersprungbarke nochmal. Okay. Jetzt kommt er. So. Was haben wir da wieder? Ionenstrahlprisma. Das klingt nicht gut. Alter. Der hat mir gerade komplett den Strommotor gezogen, ne? Fuck, war das? Also so ein Ionenstrahlprisma ist aua. Aber Gott sei Dank hat das Schild gerade so gehalten. Oder macht das nur, macht Ionenstrahl dann nur das Schild weg. Das kann natürlich auch sein. So. Egal, wir sammeln Loot. Guck mal, was da Feines geht. Und glücklicherweise haben wir jetzt ein bisschen Platz hier im Lager. Teile einer HE-Rakete. Okay. So, wir hätten jetzt angerechnetes Uran. Ich könnte also direkt nochmal einen weiteren Reaktor vorbereiten. Allerdings scheine ich keine wirklichen Probleme zu haben mit Dings. Ich könnte maximal vielleicht nochmal jetzt so einen Reaktor, so einen Energiekondensator hinbauen. Oh, die hätten sogar direkt. Okay. Alle Zugänge. Das wäre eigentlich recht praktisch an der Stelle. Und dann haben wir halt nochmal extra Batterielager. Und können die später eventuell dann austauschen gegen weitere. Kraftwerke, wenn wir den Mats dafür haben. Da geht gerade Leuten die Luft aus. Und wir sind vollgepackt. Cool. Dann auf zur Quest. Kommandopunkte, genau. Kontrolle. Okay. Die meisten. Achso, ach, das sind die Kommandopunkte. Alles klar. Hi. Du bist ein Pirat, den ich umlegen soll. Vermutlich bist du der FEG, glaube ich. Bin mir gerade unsicher. Was hast du denn hier Feines? Du hast Laserwaffen, aber ein Cockpit und das halt eben nicht gut geschützt. Panzerung. Oh, hier, Disruptor-Kanone. Die sollte wohl zuerst weg. Finde ich immer am schlimmsten. Die Disruptoren. So, zack. Dann die Jungs. Ja, da kriege ich gerade ein bisschen aufs Gesicht hier. Disruptoren sind halt eben nervig. Jetzt zerlege ich mir da vorne gerade ein bisschen was an der. Ein Triebwerk hat es zerlegt. Die Panzerung hält aber noch. Die Schilde halten jetzt auch. Sehr gut, jetzt ist man safe. Und jetzt aufs Cockpit. So. Das war's. Sehr schön. Und Reparaturkosten sind. Oha, Coils. Ah, seine Schildgitter hat es zerlegt. Okay, schade.
Achso, das war auch ein, hier war auch eine Panzerung, okay. Ja, die haben die komplette Panzerung durchschlagen, sowie alles andere. Okay. Ich verstehe. Mal näher ran da. Und Zeug ansammeln, vielen Dank. Na, hast du das bald? Alle warten auf ihn hier. Na bitte. So, dann los. Haben wir es denn? Ich sind nicht hier noch Stickern unterwegs, die Jungs. Wir waren gar nicht an, noch gar nicht an, an Bord, hey? Steck ein! Steck ein! Hab ich gesagt. Ganz schön Spur hinterlassen hier von Material. Alle wieder an Bord und dann einmal das einsammeln bitte. Und dann den Spaß. Das war's dann aber auch. Dann haben wir auch den ganzen Kram zusammen. Dann soll ich die Verteidigungsplattformen im Asteroidenfeld räumen. Da fliegen wir jetzt direkt rüber, machen das fertig und können dann vor allen Dingen, glücklicherweise, so reparieren haben wir's, und können dann nämlich auch dann direkt den Asteroidengürtel direkt abminern. Dieser ist hier drüben. Okay, wir sind alle beschäftigt hier. Unbekannter Kontakt, ist mir egal. Ich soll jetzt hier aufräumen in dem Minenfeld. Gibt es vier Verteidigungsplattformen, die habe ich glaube ich sogar schon gesehen. Das dürfte die erste sein. Und die sind wir jetzt einfach nur wegräumen. Ich hoffe, es sind keine Raketenplattformen. Aber ich glaube, es waren halt eben waren eher Disruptoren, ne? Die sind auch schon ganz schön nervig, aber nicht ganz so schlimm. So. Ach nee, das waren die EMP-Generatoren. Okay. Cockpit. Und Raketen, natürlich. Kacke. MP-Raketen. Alter. Kommt halt auch zu nichts, ne? Bling, bling, ja, ich weiß, dass da was ist. Ja, das wird nichts hier. Diese Plattform kriege ich so nicht kaputt. Leichte Beschädigungen. Ja, nur ein bisschen was, aber... Das hilft da alles nichts, wenn du da nicht arbeiten kannst. Okay, wie kriege ich jetzt so eine EMP-Plattform kaputt? Gar nicht, oder? Oh. Oh, da ist wer. Irgendwer macht hier gerade mit. Okay, cool.
Okay. Dann mal ran. Okay, der ist gerade. Okay, perfekt. Der nimmt die gerade ab, wahrscheinlich. Dann damit ran und. Kaputt. Das, oh, das war die Disruptor-Plattform, okay. Aua, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Oh, fuck. Okay, die haben wir. Okay, meine Patzung hält noch. Sehr gut. Zack. Und dann jetzt, lass mir erstmal aufräumen gerade. War gerade der andere. Da oben war das, ne? Ja. Die MP-Plattform war das Hauptproblem. Der Rest müsste eigentlich machbar sein. Oh, jetzt. So. Mal schauen, was ich gutes Zeug kriege jetzt gerade. Auf den Platten auf jeden Fall. Eine weitere Platten ist weg. Das, wer auch immer da gerade mit mir kämpft, der macht halt guten, macht einen guten Job. Das ist recht praktisch. Noch mehr Platten. Wie sieht's aus? Platten. Och, Lager ist noch soweit ganz gut dabei. Und wir kriegen jetzt den ganzen Rest hier noch. Sehr gut. Dann jetzt einmal wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und zwar hier war das. Mal diese Plattform hier aufdrümeln. Danke. Der andere ist jetzt weg, das heißt, entweder ist er abgehauen oder er wurde zerstört. Okay, was kriegen wir hier wieder? Klöckchen. Kupferspulen. Okay, okay, okay. Haufen Platten auf jeden Fall. Aber wundert ja nicht bei so viel Rüstung, wie da gerade rumfliegt hier. Die Dinger waren ja doch recht gepanzert. Ich hatte die dumme Befürchtung, dass die nächste Station jetzt vermutlich eine Raketenbasis ist. Und das wird dann. Wir hatten jetzt EMP, wir hatten die Disruptoren, die dritte weiß ich nicht und vermutlich ist das hier jetzt eine Raketenbasis und dann wird's doof. Weil ich halt noch keine Raketenabwehrgeschütze habe und da nicht einbauen kann, weil ich dafür zu klein bin aktuell. Ich brauche mehr Kommandopunkte. So, was haben wir da gerade noch? Die farm hier Erz. Was macht ihr? Nee, komm. Ich weiß nicht, was sie da gerade tut, aber nein. Komm, den Kram dürft ihr mitnehmen, aber das war's dann aber auch. Das meine machen wir später. So, dankeschön. Dann einmal kurz warten, bis alle wieder an Deck sind. Okay.
Auf geht es. Schilde sind aktiv. Ich bin da. Und die Plattform kommt in Reichweite. Was haben wir da? Das ist eine... Die Small Iron. Okay. Ja. Die kleine Ionenplattform. Okay. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Ja. Ja. Sehr gut. Was ist denn das? Fuck. Okay. Nice. Okay. Besser erledigt. Sehr schön. Cool, Leo. Das soll es gewesen sein. Dann auch für die Folge. Wieder viel zu lang. Aber wir sind jetzt hier ein Stück weit vorwärts gekommen und haben jetzt noch ein bisschen mehr Loot generiert. Und in der nächsten Folge räumen wir hier mal ordentlich auf, sammeln ein bisschen die Materialien, die hier sind, farben alles ein bisschen ab und wenn wir dann voll sind, dann fliegen wir zurück und schauen uns mal um, ob wir nicht eventuell das Schiff noch ein bisschen besser hinkriegen. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wie euch das Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder links rechts auf Wies legen. Gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.